Hallo, liebe Whisky-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt ist es also wirklich so weit gekommen. Es gibt das 100. Video von mir. Schuld seid auch ihr. Denn es wurde immer wieder angespornt, immer wieder bestätigt, mach weiter. Also wenn jetzt natürlich die Kritiken ganz schlecht gewesen wären, wäre das nie so weit gekommen. Da hätte ich das irgendwann aufgegeben. Also deswegen einen ganz großen Dank an alle, die den Weg bisher mit mir gegangen sind und sich die Zeit genommen haben. Das muss man ja bei mir besonders immer erwähnen, die sich die Zeit genommen haben und immer wieder mal reingeschaut haben. Und vielleicht auch in Stufen geschaut, weil nicht jeder hat immer gleich 30 Minuten Zeit, das sich mal anzuschauen. Aber wie gesagt, ich mache das ja immer so, dass ich dann auch hier oben einblende. So mache ich es auch heute, wenn es darum geht, wenn es darum geht, den Whisky zu verkosten und nicht vorher das ganze Gelaber von mir zu hören. Ja, aber es gehört dazu und mittlerweile habe ich da auch ein paar YouTube-Freunde, die sich ganz sehr darauf freuen, auf die Informationen, die es ringsherum gibt. Aber als erstes, wie gesagt, zum 100. Habe ich ausgewählt einen Whisky, der die 100 mit im Namen hat. Ihr seht zwar hier erstmal nur die 10, aber wenn ihr ganz genau unten lest, hat er die 100 Proof. Ich kann die Flasche nicht ruhig halten, ne? 100 Proof Ben Romach Speyside Single Malt Whisky. 100 Proof, das bedeutet im britischen Maßstab 57%. Ist also in dem Sinne nicht Fassstärke, sind 57%, ne? Weil Fassstärke kann ganz andere Zahlen sein. 100 Proof ist 57%. Weil es ja heute mein 100. Video ist, ihr wisst, ich habe von Ben Romach, glaube ich, schon 2 oder 3 Videos gemacht. Ich habe natürlich ein Poloshirt, aber weil es ja mein 100. ist, mache ich natürlich mein eigenes Poloshirt an. Aber ich habe ein Ben Romach Glas und ich nehme heute auch immer noch mal ein anderes Glas dazu. Das ist mir in letzter Zeit positiv aufgefallen. Ich will da mal probieren, wie die Whiskys aus den unterschiedlichen Gläsern auch schmecken. Ja, Ben Romach, liebe Whisky-Freunde, habe ich ja schon immer wegen was dazu erzählt. Das steht auch dann immer hier drauf. Ne, steht nicht drauf. Wo steht's denn nur? Gibt's doch gar nicht. Normalerweise steht doch immer das Gründungsjahr da drauf. Ah ja, founded 1898, ja. Im selben Jahr gegründet wie meine Lieblingsdestillerie Ben Riach. Und hier hinten habe ich ein paar aufgebaut. Oh, man sieht's nicht. Den 15-Jährigen zum Beispiel, da hatte ich ja schon mal ein Video davon. Dann den Ben Romach Sassicaia und Ben Romach Chateau Gissac. Und heute, wie gesagt, den 10-Jährigen in 57%. Ja, und dann seht ihr hier die Tube. Das ist immer schön zurecht gemacht, kann man das auch erkennen hier. Also da gibt es so einen Deckel, der gleichzeitig als Präsender geeignet ist. Da stelle ich jetzt die Flasche rein. Ja, die Tube. Und wer genau hinschaut, warum stehen hier 2 Flaschen? Ja, das hat eine besondere Bewandtnis. Ein YouTube-Freund, der mich sehr lange schon begleitet, ziemlich vom Anfang an mit und verschiedene Tipps gegeben hat, verschiedene Ansporne, welchen Whisky sollte man denn nehmen oder könnte man denn mal probieren, oder hat auch etliche Samples von mir abgenommen. Ein Freund von Whiskys, die also mindestens 18 Jahre haben müssen. Für den ist es übrigens auch jetzt eine Besonderheit, dass er so eine Flasche sich mal ins Regal stellt. Aber wir haben lange miteinander diskutiert, immer wieder mal hin und her geschrieben. Was nimmt man denn für einen Whisky? Dann gab es eben Highland Park 25, also irgendwelche richtige große Kracher. Und ich habe gesagt, nee, schöner wäre es vielleicht mit 100, aber mir fällt jetzt auch nicht so richtig ein. Ging es also um 100 Proof, 100 Proof. Und der bekommt so eine Flasche,
ich soll die ihm signieren, was ich natürlich sehr gerne mache. Und zwar ist es der Moses. Ne, der ein oder andere hat bestimmt schon mal gesehen, wie er ist oftmals in den Kommentaren auch immer zu finden. Ja. Kurze Unterbrechung, ja. Muss man hier noch draufschreiben, für meinen YouTube-Freund oder Whisky-Freund. Was schreibt man drauf? So, haben wir schon draufgeschrieben, ne? Für meinen YouTube-Freund Moses, ich danke dir für die Unterstützung in den ersten 100 Videos. Ich stelle es mal wieder hier hinter. Hoffentlich verwischt es nicht. Müsste also so ein weißer Stift. Müsste eigentlich draufbleiben. Keine Ahnung, was wir da machen, dass es nicht weggeht. Ja, und natürlich gibt es noch andere, die zu erwähnen sind. Auch die aufgrund der letzten Videos mich angeschrieben haben und gesagt, was könntest du denn für ein Whisky nehmen mit einer 100, war zum Beispiel auch zu nennen der Hans-Peter aus Sinsheim, der immer mal reinschaut und der auch etliche Vorschläge geliefert hat, welchen könntest du denn nehmen, und er hat den auch schon mit dabei, also schon richtig auf die Spur gelenkt. Dann ist es auch immer schön, wenn zum Beispiel, wer mich unterstützt hat, war zum Beispiel James Dean. Ich weiß jetzt mittlerweile ja seinen richtigen Namen. Wir haben schon ein paar Flaschen hin und her geschickt. Er hat auch im Urlaub mir eine besondere Flasche vom Ben Riach besorgt. Also recht schönen Dank nochmal. Also ihr wisst ja mittlerweile, was ich so mag. Und wenn es da so einzelne Flaschen gibt. Und da haben wir, glaube ich, hin und her getauscht. Ja, solche Sachen. Und natürlich, ganz klar, ist es auch, sind es auch andere YouTube-Freunde. Peter zum Beispiel aus Ratscha, der dann eigentlich dafür gesorgt hat, nachdem Michael mir so ein, ach, jetzt habe ich sie heute nicht da, weil ich gestern Tasting hatte und hatte die Lampen mit, der dann gesehen hat, Mensch, du hast da hier so gedrechselte Lampen aus abgeschnittenen Flaschen, und der dann aber gesagt hat, Mensch, mach doch mal das mit diesen beleuchteten, ne, der die Idee hier hatte. Das sieht man, glaube ich, im Video nicht so sehr, oder? Geht's an? Man hat mittlerweile noch ein paar gekauft von diesen Sachen, die man dann also beleuchten kann. Also wunderbare Ideen. Und auch zum Beispiel Friedhelm, der mir diese Lampe aus meiner leeren Ben Riach Flasche gebastelt hat. Leider ist das Licht hier so hell, dass ihr nicht von innen seht, dass Ben Riach durchscheint sogar. Ne? Also richtig die Schattenspiele. Das hängt mit meiner, ich habe ja keinen professionellen Scheinwerfer, aber ich habe hier so eine, wie sagt man denn da, Tageslichtlampe, die man eigentlich im Winter nimmt, wenn alles so trüb ist, ne? Oder vielleicht kennt ihr das, und die ist die strahlende, volle, helle, also eine Helligkeit aus. Ja, ihr merkt, mit dem Sprechen ist es immer manchmal so ein Problem bei mir. Ja, wer ist noch zu erwähnen? Ganz klar Steffen, André, Frank, alle, mit denen ich schon gemeinsam Videos gedreht habe. Natürlich dann auch Miro, der immer mal Tipps gibt. Auch Michael, nicht nur wegen den Lampen, sondern der hat gesagt, ah, du bist ja wieder, hast ja wieder einen Spielfilm gedreht, und naja, natürlich Ralf und Thorsten, ne? Auch Thorsten zum Beispiel beim letzten Video auch wieder, der mir ab und zu mal eine Flasche überlässt, das war beim Inchmurrin zum Beispiel auch schon der Fall, und wo ich ab und zu mal einfach ein Video drehen kann mit der Flasche, und er nimmt dann die angefangene Flasche, also recht schön Dank. Und wie gesagt, den einen oder anderen habe ich sicherlich vergessen, seid mir nicht böse, ich bin wirklich froh über jeden. Das war am Anfang schon so, wo ich nur 30 Follower hatte oder Abonnenten, und jetzt sind wir bei 613, glaube ich, waren wir, und oder 611, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber so in etwa. Mir ist also wirklich jeder lieb, jeder, der auch kommentiert und mal Tipps gibt. Und natürlich auch der ein oder andere Sample will. Das ist natürlich immer so problematisch, weil ich gar nicht so schnell bin mit dem Versenden. Also falls jetzt, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wegen den Bel Blair Samples, ne? Das wird die Woche. Ne? Ich habe die Flaschen jetzt alle da, die waren alle im Lager. Die Bel Blair Samples,
die versende ich also im Laufe der Woche. Und ja, was gibt's noch zu sagen? 100 Proof, 100. Video. Vielleicht bin ich jetzt auch geprüft, ne? Denn wo kommt der Name her? 100 Proof, von Nachweis oder von Prüfung. Ne? Ja, jetzt geht's zum Whisky. Der Whisky mit 100 Proof bedeutet 57% Alkohol, ist ein altes britisches Maß, und das muss man wirklich unterscheiden, denn die Amerikaner haben bei 100 Proof 50% Alkohol. Und die Briten haben ein Verfahren gehabt, ach, ich glaube, das stand auch hier drin. Ben Romach hat immer so schöne Beileger mit drin, wie das mit den 100 Proof entstanden ist. Und zwar kommt es von den also hier steht es aus, von den Sailors who checked their rum rations, also die Seeleute, die ihre Rumrationen überprüft haben, haben es also ein bisschen gemixt mit Gunpowder, mit Schießpulver, und wenn es stark genug war, hat sich's entzündet. So steht's hier drin. Ich habe nochmal nachgelesen, 100 Proof, das Verfahren war so, die haben es also wirklich mit Schießpulver vermischt, bei Verpuffung mit heller Flamme. Dann war es Proof. Dann, falls es zum Beispiel leichte Flamme nur war oder gar nicht gebrannt hat, war es natürlich Underproof. Und wenn es ein heftiges Feuer war oder quasi fast explodiert ist, also richtig kräftig gebrannt hat, dann war es Overproof. Und wie es dann nun also zu den 57% kam, okay, weiß ich nicht jetzt hundertprozentig. Aber ich werde jetzt mal mit euch ein Experiment machen. Ich muss mal schnell mit dem Bleistift hier die eine Seite nur kurz markieren. Ich habe also hier so ein Holzgestell und habe zwei so Kerzen, so Teelichthalter. Und ich will das mal füllen, die eine Seite mit einem 40%igen. Ich habe es natürlich beim 40%igen schon mal probiert. Das ist jetzt nicht die Markierung mit dem Feuerzeug. Seht ihr da was? Ich war überrascht, weil ich mich noch gar nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt hatte. Also der ist total underproof, der brennt nicht. Also nur in dem Moment, wo du mit der Flamme mal rangehst, hast du so den Eindruck, aber da brennt gar nichts weiter. Und ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es nur nicht genau nach. Ich schütte das eine hier, die 40% schütte ich wieder aus. Und ich habe, ach, wo habe ich denn das Sample hin? Ah, ich habe hier ein Sample. Das hat 51%. Das schütten wir mal da rein, in die linke Seite. Von euch aus gesehen natürlich dann die rechte Seite, ja, muss man dann sagen. Und unseren 100 Proof. Da füllen wir also quasi in die Seite etwas ab. Ah, fast fängt viel. Schade drum. Aber ich will das ja mal, das Experiment machen. 51% hier. Ja. Also vorhin hat es gebrannt. Ja, ganz leichte blaue Flamme. Und hier haben wir unseren 57%. Ich weiß nicht, ob ihr was seht. Ja, das brennt jetzt auch. Von der Flamme her, ihr seht vielleicht, wie es flackert. Seht ihr da eine Flamme? Das ist schwierig jetzt, oder? Doch, von meinem schwarzen Hintergrund. Ne? Also ich sehe jetzt dabei denen den Unterschied, dass der linke hier 51%ige
eine Flamme hat mit oben gelb und der 57-prozentige eher nur bläulich verbrennt. Na gut, jetzt ist fast gleich. Ja, wie gesagt, ich habe ja keinen Schießpulver und das wäre mir jetzt auch zu blöd, so ein Experiment hier zu machen. Na, jetzt verbrennen sie jetzt eher von meinem schwarzen Poloshirt, sehe das eigentlich ganz gut, ne? Jetzt verbrennen die also relativ gleich. Der 51-prozentige. Naja. Hängt vielleicht mit der Menge zusammen, die ich da eingefüllt habe. Also der Unterschied sind 8%. Allein an der Flamme sehe ich jetzt keinen Unterschied, ne? Nee, weil der ist jetzt auch oben mit gelber Flamme. Kein Unterschied. Aber was mich habe ich jetzt auch vorher noch nicht gemacht, dass die 40% nicht brennen. Weiß jemand genau, wie viel Prozent es brennt? Ich glaube, so ab 48% brennt Alkohol. Jetzt will ich es ausblasen. Wenn ich aber zu heftig blase, dann verstreut sich hier die Flüssigkeit und dann setze ich noch die Bude in Brand. Dann lassen wir es vielleicht so zu Ende blasen. Ich müsste was drauflegen, habe jetzt aber natürlich nichts brandfest. Ah doch, ich habe hier so einen. Meinem Topf, wo das Wasser drin ist, kann ich ja drauf machen und kann die Flamme ersticken. Genau. Das heißt. Naja, alles gut. Ja, also, das war jetzt mal meine Probe vom 57%. Also brennt Alkohol, wie man es kennt, mit blauer Flamme. Und wie gesagt, der Unterschied war jetzt nicht zu erkennen für mich. Aber das ist ja auch nicht das Verfahren, wie man es festgestellt hat. Aber wie gesagt, 40%. Ich hatte vorher einen anderen Whisky mal genommen, der hat 42,9%. Da hat es auch nicht gebrannt. Also da ging nichts. Ne? Und ich glaube, erst ab 48% brennt Alkohol überhaupt. Nun ja, so ist es also hergestellt. Festgestellt worden, nicht hergestellt worden. Tja, wollen wir uns jetzt diesem Ben Romach etwas widmen? Beim Ben Romach muss ich gar nicht mehr viel sagen, gell? Ich habe schon einiges. Also seit 1993 gehört es der Familie von Gordon MacPhail oder dem Unternehmen Gordon MacPhail und die haben da 5 Jahre umgebaut und 1998 den ersten Whisky destilliert. Am 15. Oktober war das und die offizielle Eröffnung hat also Prinz Charles mitgemacht, der auch das erste Fass signiert hat. Und im Jahre 2018 wurde jetzt das Fass abgefüllt, soweit ich mich erinnern kann. Ja, das war, glaube ich, aus dem Fass Nummer 1 wurden jetzt also Sachen abgefüllt. Keine Ahnung genau, wie teuer es war. Ich habe die Flasche nicht gekauft. Ich habe nur gesehen, dass der abgefüllt wird, aber Preis ist mir jetzt nicht bekannt. Der Whisky, den wir heute im Glas haben, aus der Destillerie Ben Romach, 10 Jahre 100 Proof, der wird im Laden zu finden sein, so für knapp 60 Euro. Ich glaube, das ist der Preis, ja, 60 Euro. Und, oder wenn ihr Glück habt, 55 oder so. Das ist also der Preis. Ob er das wert ist, dem wollen wir uns jetzt mal widmen. Kommt eine wunderschöne Orangennote schon auf mich zu, aber eher so Orangenöl. Kennt jemand diesen Orangen, so Orangenreiniger? Ne, der Orangenreiniger wäre, ne, das ist eher was wie Öl. Aber leichte Orangennote, Öl, ja, und das ist auch kräftig in der Nase. Schwer, ölig. Und bei dem hier glaube ich jetzt fast sogar wirklich ein ganz klein bisschen Rauch zu spüren. Mal sehen, wie es aus dem anderen Glas ist. Oh, hier ist er viel mehr, hier ist er so
Möbelpolitur. Also diese richtige ölige, wachsige Möbelpolitur haben wir hier. Hier in dem Glas kein Alkohol. Kurios. Also keiner ist jetzt übertrieben, aber nicht so kräftig wie im Glencairnglas. Ja gut, jetzt dann schon, wenn man tiefer einatmet, länger einatmet, dann ziehst du ja quasi alles aus dem Glas raus. Ja, also eine leichte Minznote oder Mentholnote, die dann quasi durch den Alkohol hervorgerufen wird. Ja, wunderschön. Schöne Süße. Auch leichte Vanille zu spüren. Eher so Richtung Vanillekipferl. Und irgendwie aber auch so ein Fruchtkompott. Ja, hergestellt wird er mit Bourbon- und Sherryfässern. Eine Mixtur quasi von verschiedenen Fässern. Ein Fetting oder ein Wetting. Also ich werde ihn mal probieren, aber dann mal mit Wasser noch verdünnen. 57%, ne, ist es meistens wert, auch mal etwas zu verdünnen. Slange. Oh Gott, wie soll ich denn das sagen? Also auf alle Fälle voll fruchtig, süß und, was ich vorhin gesagt habe, diese leicht wachsige, das habe ich weiterhin. Das ist ja fast wie Lederpolitur oder Leder so. Lederfett oder Lederöl oder sowas, ne? Wenn jemand Sättel oder so Lederleinen, Hundeleinen oder sowas. Ich meine, da beiße ich ja nicht drauf, aber es ist irgendwie erinnert einen das dann. Auch wirklich schön. Aber ich muss sagen, normalerweise brauche ich gar kein Wasser, weil der ist wirklich sehr geschmeidig, wunderbar. Klar wärmt er. Aber es ist jetzt nicht so, dass er brennt und unangenehm wäre. Der hat sogar sowas, ganz leichte Kakaonote und es geht ja fast in Richtung, ja, jetzt habe ich sogar ein bisschen Pfeffer. Das ist kurios. Vorne hast du Pfeffer und hier hinten merkst du schon noch eine Geschmeidigkeit, so leicht wie Milchschokolade. Ich will bloß mal das andere Glas nochmal nehmen. Und jetzt, nachdem ich ihn im Mund habe, ist ganz klar, weil die Dämpfe natürlich innen im Rachen auch aufsteigen und von der Nase beim Ausatmen mit festgestellt werden. Jetzt habe ich, weil ich es in dem Moment, wo ich sage, habe ich wieder mehr Milchschokolade. Auch in der Nase. Also gerade in dem Glas. Und heute rieche ich, das ist generell so, ne? Ist ja bei euch auch so. Müsst ihr mal probieren. Jeder riecht in jedem Nasenloch was anderes. Ich habe jetzt die Milchschokolade. Also schöne Milka. Oder schöne weiche Milka-Schokolade, also nicht die, wo sie noch hart ist, sondern so ein, wenn sie schön im Zimmer liegt. Oder Lind oder was auch immer, ne? Also nicht so dunkle Schokolade. Auch das ist aber wirklich gut. Also Moses und Hans Beser und wie er alle heißt, also die mitgeholfen haben, 100 Proof rauszufinden. Da haben wir wirklich eine sehr gute Wahl getroffen. Und
das Orangen und dieses leichte Möbelpolitur, also nicht unangenehm von der Möbelpolitur, sondern wirklich eine angenehme, also ich weiß nicht, ob ihr das mögt, wenn ihr irgendwo wenn die Möbel so schön dunkel sind, Mahagonifarben und dann du riechst dann quasi die Sauberkeit, wenn man so will, ne? Also vielleicht ein bisschen komisch meine Assoziation, aber du weißt, dass jemand sich dann um die Möbel oder mit den Möbeln beschäftigt und wertschätzt. Ja, also mit Wasser müssen wir es jetzt probieren, ganz klar. Lang anhaltend. Und je länger ich den jetzt im Rachen habe, desto mehr kommt jetzt eher diese leichte Kaffeenote noch dazu. Ja, mit Wasser muss man es erstmal richtig schwenken. Ich versuche nicht mehr ganz so sehr zu schütteln, weil manche sich schon beschwert haben. Man kann ja gar nicht hinschauen. Aber jetzt mit Wasser muss ich ihn natürlich mal schön vermischen. Oh, jetzt am besten wenig. Um Gottes Willen, es tut mir ja leid, aber ich merke noch viel mehr von dem Bienenwachs, Kerzen, von der Möbelpolitur, aber auch eine schöne Süße, die Richtung Banane geht. Bei dem habe ich jetzt wieder Alkohol gemerkt auf einmal. Aber Nase ist also bei beiden. Wunderschön. Der kommt mir jetzt sogar süßer vor in dem Glencairn. Aha. Honig, Heidehonignoten, sowas, also so Kräuter, also Kräuterhonig gibt es ja nicht, aber Wiesenhonig. Es ist wirklich ein anderer Geschmack. Mit ein bisschen Wasser. Ich habe da hier, gut, es war nicht mehr allzu viel drin. Ihr seht übrigens, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Die schreiben auch einen Hinweis mit rein. Wenn man da Wasser dazu gibt, es kann sein, dass er drüber wird, falls man mehr Wasser dazu nimmt. Läuft wunderbar ölig runter am Glas. Und so schön ölig ist er jetzt mit ein bisschen Wasser. Kommt er wirklich viel angenehmer, viel weicher, richtig cremig. Also die Öligkeit ist wirklich hervorstechend. Das ist wirklich ein sehr guter, wunderbar ausbalanciert. Wie gesagt, wenn man mit 57% zu stark ist, der kann ruhig Wasser reinmachen. Ich weiß gar nicht, ob der normale 10-Jährige hier genauso gut ist. Ich habe nur in Erinnerung, ich habe den ja auch irgendwo hier stehen, ja, den 15-Jährigen. Den hatte ich mit etwas mehr Tanninen, also mehr Holzaromen in Erinnerung. Den fand ich also kräftiger vom Holz. Der hier ist wunderbar ausbalanciert mit den 10 Jahren und richtig schön reif. Also wirklich schön, was mit 10 Jahren machbar ist. Muss nicht immer 15 oder 20 Jahre sein. Gut, Moses würde mir jetzt widersprechen, ganz klar. Da stellt sich ja auch nur die Flasche hin, ne? Also der wird die niemals öffnen. Ich weiß gar nicht, ob ich mal ärgern soll und vielleicht ein Sample dazu mit abfüllen sollte. Ich glaube, das mache ich, ja. Dann sitzt er zu Hause und mit Abscheu trinkt er einen 10-jährigen Whisky. Moses, das würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ich finde den wirklich richtig. Ich weiß gar nicht, an wen der mich noch erinnert. Aber wisst ihr, was ich jetzt noch habe? Da kannst du wirklich länger riechen. Moses, wenn ich dir da also wirklich ein Sample schicken würde, da müsste ich 10 cl machen, ne? Muss ich ihn mit Ruhe hinsetzen. Ich habe jetzt irgendwelche Beeren. Oder irgendwas von Wald. Also als Kind muss man ja immer mal Walderdbeeren sammeln. Fand ich ganz schrecklich, weil Walderdbeeren, wer die kennt, sind ja ganz kleine Dinger. So, wenn da eine Dotte davon gebacken werden soll, ne, das ist Wahnsinn. Und als Kind nervt dich das, wenn du ewig brauchst, irgendwas zu sammeln, da hast du ja nicht die Inbrunst wegen den Aroma und
bla bla bla, sondern ja. Und als Kind hat es auch nicht besser geschmeckt als eine normale Erdbeertorte. Jedenfalls mir nicht. Und solche Walderdbeeren habe ich jetzt hier drin. Das ist ja, was ich wieder für Geschichten erzähle, ne? Wo es eigentlich nur ums Aroma geht. Wisst ihr wieder was von mir? Also wirklich, also danke für alle, die den Hinweis gegeben haben. Miro hat den schon mal vor 2 Jahren oder was erwähnt, wo es generell darum ging, aus der ganzen Range, Ben Romach, und da hat er gesagt, der beste davon ist also der 100 Proof. Miro, da muss ich dir recht geben, der ist richtig, richtig schön. Der Miro würde bei dem niemals Wasser reinmachen. Herrlich süß. Also wer die süßen Sachen mag. Vielleicht eine ganz kleine Note Richtung Bitterorange. Blutorange, Entschuldigung. Eine ganz leichte Bitterkeit, aber so angenehm. Und in Verbindung mit den ganzen anderen Aromen richtig schön. Und jetzt wieder. Hm? Komisch, nur auf der linken Seite. Ich habe jetzt hier nur, also ich bleibe bei meiner Holzpolitur. Ich komme da nicht weg. Das war das erste Riechen, was ich da hatte. Und das sind Möbel, die schön poliert sind. Richtig frisch, du kommst da rein, du freust dich richtig und weißt genau, ja, da. Oh. Na, das ist jetzt nicht mehr so stark, aber auch im Geschmack jetzt diese Sache. Leichte Milchschokolade kommt wieder. Hm. Ihr müsst denn, wenn ihr den runtergeschluckt habt, immer mal einfach nochmal nachatmen lassen. Im Gaumen. Och, ich freue mich wirklich. Ich bin gespannt, ob er euch genauso gut zusagt. Und freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin kommentiert, weiterhin mir Vorschläge macht, was für Whiskys wir probieren können. Welche vielleicht mal auf der Agenda stehen sollten oder welche wir bei uns vielleicht auch mal wieder teilen würden. Wie gesagt, Highland Park 25 steht irgendwo an. Wann der kommt, weiß ich noch nicht. Ich suche jetzt nochmal. Oder Laphroaig, 28 Jahre, ist glaube ich schon angemeldet. Und naja, das sind alles so Whiskys, die also much teuer sind. Much expensive. Also wie gesagt, ich könnte jetzt wirklich den Whisky genießen, aber es ist ja schon ewig lang jetzt. Freue mich, wenn ihr weiterhin einschaltet und vielleicht ab und zu mal noch, ach nee, hier kann man abonnieren und hier leite ich dann mal weiter auf die anderen Videos, die es schon von Ben Romach gibt. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und weiterhin mir Empfehlungen gebt. Hauptsache, ihr bleibt gesund, trinkt bitte nur in Maßen, so wie es eurer Gesundheit zuträglich ist. Das ist also ganz wichtig. Macht auch mal Pausen drin. Und bei mir ist es so, wenn ich manchmal Videos veröffentliche, dass ich auch teilweise mal in einer Woche, wenn ich mal wirklich viel Zeit habe, 4 Videos mache und dann mal wieder eine Woche nichts mehr zu mir nehme. Nee, nicht, dass er denkt, ich trinke hier jeden Tag und überlege, welchen ich dann wieder zum Video nehme. Ne? Ja, ja. Also eigentlich soll es jetzt ein Ende finden, mein Video. Ich bedanke mich, wie gesagt. Bleibt gesund, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich habe viele neue Ideen noch. Bis demnächst. Slangewa, Freunde.